Ich hab immer gedacht, der Kellner beim Italiener ist ein Spaghetti-Träger, gell? Ja. Lasst euch nur Zeit. Oder wenn jetzt irgendwo dort steht Auspuff, habe ich immer gedacht, das ist ein Puff, der zugemacht hat, gell? Aber nee, also es ist Wahnsinn, gell? Letztens haben wir auch wieder ein Thema gehabt, wie gesagt, meine Frau, das ist also. Mein Kollege hat gesagt, sag mal, schreit deine Frau, wenn sie kommt? Habe ich gesagt, nee, die hat immer einen Schlüssel dabei. Hat er gesagt, jetzt mal unter uns, rasierst du dich unten? Habe ich gesagt, nee, wir haben unten gar keine Bauerkeit. Nee, meine Frau, ich bin schon fertig, gell. Letztens kommt sie, sagt sie, Mensch, ich hab die Blasen an die Hände, hat sie gesagt, vom Bäserstiel, hab ich gesagt, fahr doch mit dem Auto. Es war sowieso gut damals, wie sie mir mit dem Besen gekämpft haben. Die Verkäuferin hat gesagt, soll ich den Eibach oder wollen sie gleich mit hinfliegen? Aber die Frau, du, sie ist ja ein wenig naiv, wenn man ehrlich sein kann. Also, sie schafft jetzt schon jahrelang in einer Kondomfabrik und meint, sie möchte Schlafsack für weiße Mäuse. Gell? Mein Kollege hat gesagt, sag mal, wenn du hinkommst nachts um zwei, was seine Frau schreit immer mal zurück und so, das war mir ganz anders. Ich komm heim, gell, ich hau unten das Gartentürle hinter, das bloß so kracht. Gell. Dann rumpel ich durch den Garten und sing die höchsten Töne. Dann sperre ich meine Haustür auf, gell, und rumpel die Stiegen auf, dreh die Schlafzimmertür auf und schrei, Alter! Heute wäre wieder einmal der richtige Zeitpunkt! Da schläft die wie ein Mausel. Es ist der Feldrafoser Nacht, die schönste Zeit im Jahr. Es ist der Feldrafoser Nacht.